Aktuell gibt es viele Gründe, zu Hause zu bleiben. Doch am 14. März finden in Hessen die Kommunalwahlen statt. Du willst lieber zu Hause bleiben, aber trotzdem deine Stimme abgeben? Das geht, und zwar per Briefwahl. So schützt du nicht nur deine Gesundheit, sondern es ist auch einfach gemütlicher, die Wahlunterlagen in den eigenen vier Wänden auszufüllen. Vielleicht ist der Gang zur Urne für dich schon zur Gewohnheit geworden, aber keine Sorge, Briefwahl ist gar nicht kompliziert. Wir erklären dir, wie das alles funktioniert. Rechtzeitig vor dem 14. März erhältst du eine schriftliche Wahlbenachrichtigung. Mit dieser kannst du deine Wahlunterlagen anfordern. Wenn du also per Briefwahl wählen willst, musst du das darauf nur vermerken und deinem Wahlamt zukommen lassen. Dieses sendet dir dann deine Briefwahlunterlagen zu. Du kannst deine Wahlunterlagen auch direkt beim Wahlamt abholen oder sie online beantragen, sofern deine Kommune oder dein Landkreis das anbietet. Du siehst, deine Wahlunterlagen zu erhalten, das geht schnell und einfach. In den Unterlagen findest du nochmals eine Anleitung, in der alle Informationen zur Briefwahl für dich aufbereitet sind. Neben der Anleitung befindet sich darin ein Wahlschein, den du ausfüllen und unterschreiben musst, sowie natürlich das Entscheidende, die Stimmzettel. Dort kannst du ankreuzen, wer in der Gemeindevertretung, im Ortsbeirat oder im Kreistag deine Interessen vertreten soll. In vielen Kommunen bietet sich dir selbstverständlich die Gelegenheit, Wahllisten von uns, der Partei Die Linke, zu wählen. Wenn du das Kreuz gesetzt hast, musst du den Wahlschein und die Stimmzettel nur noch in den entsprechenden Briefumschlag stecken und diesen zukleben. Der Adressat steht bereits auf dem Briefumschlag. Frankieren ist hier nicht notwendig. Damit deine Stimme berücksichtigt werden kann, musst du den Umschlag fristgerecht vor dem 12. März absenden. Das ist reichlich Zeit, denn der Briefwahlstart ist bereits am 1. Februar. Du brauchst keinerlei Bedenken zu haben, denn die Briefwahl ist sicher und einfach. Nicht umsonst steigt der Anteil der Briefwählerinnen und Wähler zuletzt immer weiter. Ob an der Urne oder von zu Hause aus. Wir als Linke freuen uns, wenn du dich für uns entscheidest.